Erfurt hat sich um 2010 auf den Weg zu uns gemacht, hatte damals eine ganze Reihe von Maßnahmen in einem ersten Katalog, Gedankenkatalog zusammengefasst. Und aus diesen ersten Gesprächen ist dann in Erfurt die Entscheidung gefallen, sich um die Bundesgartenschau im Jahr 2021 zu bewerben. Und seitdem sind wir halt auch mit der Stadt Erfurt in diesem Prozess gemeinsam unterwegs. Ich finde, dass sich die Buga sehr gut auf Gera und auf Ronneburg ausgewirkt hat. Noch heute profitieren wir von den Projekten. Auch die Verkehrsanbindung für die Gera und auch für die Ronneburgerinnen und Ronneburger hat sich verbessert. Ich denke, allgemein kann Stadtentwicklung von einer Buga profitieren. Denn es werden oftmals Brachflächen saniert oder neue Orte geschaffen, Parks ausgebaut und Freizeitmöglichkeiten erweitert. Das stärkt den Tourismus, aber eben auch das Wohlbefinden in einer Stadt. Und damit denke ich, kann auch die Buga für Erfurt und die Außenstandorte ein voller Erfolg werden. Für den Tourismus, aber auch für die Einwohnerinnen und Einwohner, auch nach der Buga. Die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft verfolgt mit dem Format Buga, also Bundesgartenschau, und IGA, Internationale Gartenausstellung, nachhaltige Stadtentwicklungsprozesse und Regionalentwicklungsprozesse in den jeweiligen Städten und Regionen, die sich bewerben. Das heißt, die Schaffung von grüner Infrastruktur, die Kombination zwischen Wohnen und Arbeiten und Tourismus mit halt einem konzentrierten Prozess, der halt verschiedene Maßnahmen dann miteinander kombiniert. Ja, der BUND in Deutschland, aber auch hier in Erfurt, begleitet nun die Buga schon seit fast 40 Jahren. So viele gibt es in der Zwischenzeit, 38. Und wir haben eine ganz andere Vorstellung von Natur als die Industriegartenverbände und ihre Ausstellung, die sie alle zwei Jahre in Städten macht. Der ökologische Wert der typischen Bundesgartenschauen, auch die hier in Erfurt, ist ziemlich gering. Weil aus unserer Sicht ist es eine Freizeitparkgestaltung geworden. Und es gibt immer Zielkonflikte zwischen Freizeit- und Tourismusangeboten für die Bevölkerung, auch für Besucher, und einem tatsächlich ökologischen, naturnahen Tourismus. Und dennoch muss ich sagen, auch in Erfurt waren wir von Anfang an durch die Buga GmbH hier vor Ort gut eingebunden. Wir wussten, wir wurden über alle Dinge informiert, über jede Fällung, über jedes Vorhaben. Wir konnten mitsprechen, wir haben auch Vorschläge gemacht. Dass die natürlich nicht übernommen worden sind, das finden wir schade. Aber das liegt in strukturellen anderen Vorstellungen von Gärten. Wir haben uns dennoch als Verbände, auch der NABU, der BUND, als die größeren Verbände und Initiativen hier in Erfurt, Naturschutz, Umweltgruppeninitiativen, entschieden, dass wir an der Buga teilnehmen mit einem eigenen kleinen Verbändegarten, auf dem wir hier gerade stehen. Die Deutsche Bundesgartenschau nimmt die Bewerbung entgegen, trifft auch die Entscheidungen, weil die Deutsche Bundesgartenschau die Rechte für das Format Buga und Internationale Gartenausstellung IGA hat. Und da gibt es dann ein entsprechendes Fachgremium, was die eingehenden Bewerbungen bewertet und dann die Entscheidung trifft. Ich glaube, so gerade diese Corona-Situation hat ja auch gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass die Bevölkerung wohnortnah mit Grün versorgt ist, dass halt einfach auch Ausgleich angeboten werden kann zu ja, der Arbeit, zu Hause, zur Wohnsituation und zu viel mehr. Bundesgartenschauen dienen nicht nur dazu, ein Jahr lang sozusagen den Gärtnerstand zu präsentieren und hier eine Wettbewerbsschau zu machen, sondern tatsächlich auch große Entwicklungen für die Städte anzustoßen. Wir hatten die Chance, dadurch den Egerpark zu sanieren, den Petersberg auch ins neue Jahrtausend zu bringen und einfach eine neue touristische Entwicklung da anzustoßen. Und natürlich die Chance, hier 60 Hektar grüne Geraaue für den Erfurter Norden umzusetzen. Ja, wir arbeiten, der Nationalpark Hainich und der Egerpark und jetzt auch die Buga, wir arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen. Wir bewerben uns auch gegenseitig. Wir sind die ganze Zeit auf der Buga hier und stellen den Nationalpark, den Urwald mitten in Deutschland vor.
Ranger sind jeden Tag hier und betreuen das Urwaldmobil, was hier steht und was Angebote für Familien natürlich hat. Aber man kann sich auch informieren und schauen, was es alles in diesem Nationalpark zu erleben gibt. Ja, es ist natürlich sehr schön, wenn wir hier auf der Buga sind, einer gestalteten, schön gestalteten Natur als Nationalpark. Denn da ist die Natur sich selbst überlassen. Beides gehört zusammen in unserer Kulturlandschaft. Beides ist wichtig. Beides hat auch seine Harmonie. Ja, so Riesenbauprojekte haben natürlich auch total viele Herausforderungen. Wir haben hier 180 Millionen Euro verbaut für die Bundesgartenschau in Anlagen, die auch dauerhaft da bleiben sollen. Und da haben wir natürlich nicht nur das Thema, dass wir eine Punktlandung vom Zeitpunkt her hinbringen müssen. Das werden wir schaffen, ich sage mal 99%. Aber wir haben natürlich jetzt das Thema Corona gehabt. Wir hatten Firmen, die leider auf Arbeitnehmer verzichten mussten, die eine weitere Anreise hatten. Wir hatten Lieferprobleme aus Europa, aber auch manchmal aus Übersee. Wir hatten dann Sachen, die im Hamburger Hafen nicht mehr wegtransportiert werden konnten im ersten Lockdown. Und trotzdem hatten wir Firmen und Bauleute, die haben einfach gebrannt für die Bundesgartenschau. Wir hatten viele Bürger, die sich auch eingebracht haben, nicht nur in den Planungen, sondern auch danach. Und wir merken, dass die Leute auch dankbar sind und dass sie das akzeptieren. Wir haben den Erfurtern, glaube ich, auch viel zugemutet. Und deswegen ist natürlich die Geraaue nachher als kostenloses Angebot zur Bundesgartenschau auch ein Dankeschön und Geschenk an die Erfurter, dass wir Danke sagen können, dass sie es ausgehalten haben, hier 3 Jahre richtig anstrengende Bauarbeiten. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Und da einfach nochmal vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben.